Was läuft, Jungs? Ich bin's, CEO aus Bontanbusch. Ja, und wir sind heute hier in Café Klatsch hier in Bornheim in Frankfurt zusammen mit Backspin TV. Ich bedanke mich für die Zeit, die du genommen hast. Also, ich bedanke mich auch bei dir für das Interview. Aufmerksam geworden ist, denke ich mal, die breite Hip-Hop-Öffentlichkeit in Deutschland durch das Halt-die-Fresse-Video. Sobald im Bett paar Ausländer fahren sind, Kripus auf der Jagd im VW Charan, weil wir schon in jungen Jahren Erfolg haben, tragen manche Goldzahn und fahren mit Neuwagen. Was ist das für dich selber als Künstler für ein Gefühl, wenn du das siehst? Du machst das Video, erstmal kommt die Anfrage, dann machst du das Video und dann siehst du da 500.000, 700.000 Klicks auf die Schnelle. Also, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mit so vielen Klicks gar nicht gerechnet. Vor allem, weil ich jahrelang davor gar nichts rausgebracht habe. Das heißt, deine Karriere ist schon, du rappen tust du schon ein bisschen länger? Natürlich, also rappen tue ich länger, aber es ist immer so, dann war man eine Zeit intensiv, dann hat man sich eine Zeit mal wieder mehr mit dem Privatleben beschäftigt und sowas. Ne? Also grundsätzlich ist das so, dass ich ja jetzt seit, keine Ahnung, seit Mitte dieses Jahr, Mitte letzten Jahres, wir sind jetzt schon 2012, krass, ja. Ja, Mitte letzten Jahres wieder richtig also angefangen habe. Ne? Ich habe auch ein bisschen halt abgewartet, halt wegen den ganzen Sachen mit Xatar und so, seine Gerichtsverhandlungen und so. Wollten wir nichts raushauen erstmal bis dann, bis ich da ein bisschen etwas, also bis da ein bisschen Klarheit ans Licht gekommen ist und sowas. Wie ist, da gehe ich gleich rein, wie ist denn deine Verbindung zu Xatar? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie ist eure beide Geschichte zusammen? Also ich und Xatar und Sami, wir kennen uns schon sehr, sehr, sehr lange. Wir kennen uns schon von der Zeit vor Musik. Ja, wie hat das angefangen? Also wir kennen uns von vorher, dass die kommen aus, ich komme aus Tannenbusch und die kommen aus Buserberg, das ist auch ein Viertel hier aus Bonn. Aber ja, ich bin halt auch mit den Jungs aus Buserberg sehr gut befreundet, mit allen von denen. Und das heißt, es war, bevor Rap kommt, auf jeden Fall eine sehr private Sache. So schon, das war erstmal, wir haben uns erstmal nur so, wir kennen uns nur so vom Privaten. Und das waren halt die Älteren da, ne, natürlich. Ich war natürlich dann noch klein zu der Zeit, ne. Also, ich hing jetzt nicht mit dem rum oder so, aber ich habe halt schon, wir hatten halt schon ein bisschen was so miteinander zu tun gehabt. Und der wusste halt auch, dass ich immer Musik mache. Also, so zum Spaß. Ich habe früher ein bisschen so für meine Jungs nur Musik gemacht, für meine Ecke und so. Das hat er dann gehört und so und keine Ahnung, er hat auch Lieder gemacht, er hat früher mit PC-Mikrofon aufgenommen und ich fand das übertrieben, weil die haben auch die Beats selber gemacht und ich fand das übertrieben, weil das hatte einfach irgendwie einen Unterhaltungsfaktor, ne? Wie auch immer und im Endeffekt irgendwann ist es dazu gekommen, dass, das war vor, wann war das? Boah, da war ich weiß noch, da war ich 16 oder so, ja, 16 oder 17 Jahre alt war ich, ja. Da kamen der Sami und Jiva mit, also zu dem Zeitpunkt, das war der neueste Siebener, die kamen mich abholen. Und ja, dann haben die mir halt diesen Ding mit Alles oder Nichts vorgeschlagen. Da haben die gesagt, ja hör mal, du weißt doch, wir machen Musik, du machst Musik und so, wir sind befreundet und ja, wenn aus Bonn bist du der Einzige, der halt in Frage kommt, dass wir alle irgendwie zusammen was machen und so. Und natürlich war ja direkt dabei, klar. Wenn auch nur mit denen, ne? Und ja, und so hat sich das dann ergeben. Dann haben wir das erste Album aufgenommen und bis heute arbeiten wir gut zusammen. Er ist jetzt ja, sagen wir mal, ein bisschen schwerer zu erreichen im Moment. Wie ist der Kontakt, den ihr zueinander haben könnt und vor allen Dingen, was bedeutet das für die Labelarbeit? Weil wenn du Künstler und beim Label gezeichnet bist, dann will man ja auch schnell einen Schritt weiterkommen, dann soll ein Mixtape kommen, Album, man will weiterkommen. Wie, das macht die Arbeit ja im Moment ein bisschen schwerer, ne? Das ist auch so. Also es ist definitiv so, dass es nicht mehr so ist wie früher. Also die Kommunikation zwischen mir und Xatar ist natürlich viel schwerer geworden. Also läuft über zwei, drei Hände, keine Ahnung, einen Brief schreiben und sowas halt, ne? Also es ist so, ich habe Gott sei Dank bei Alles oder Nichts auch ein wenig so meine eigenen Freiheiten, was meine Musik betrifft. Also ich kann meine Musik natürlich so gestalten, wie ich mich gerne am liebsten selber hören würde. Ja, und von daher überlässt er auch mir, also was meine Musikkarriere betrifft, was meine Musikkarriere betrifft, soll ich halt mich selbst drum kümmern. Mhm. Natürlich gibt er mir natürlich, also manchmal hier so einen Ansporn oder so. Er fragt natürlich auch auf, was ist jetzt, was machst du, was ist Stand der Dinge und sowas, natürlich. Das ist ein Mixtape für 2012 angekündigt. Erzähl uns die Geschichte dazu. Also, es kommt im April, kommt mein Mixtape raus. Wann genau im April, weiß ich jetzt nicht genau. Also, ich weiß es schon, ich möchte aber jetzt nicht das Release-Datum bekannt geben. Weiß ja, wie das ist, ne? Schwere Sache mit Release-Termin. Genau, kann ja immer ein bisschen abschweifen, ne, davon. Ja, wie gesagt, es kommt halt im April raus. Hier ist der Titel? Spezialmaterial. Was heißt das? Das Material spezial ist. Auch als reicher Mann gehe ich einkaufen bei Aldi. Trage Nikes, Frauen stehen auf mich wie High Heels. Immer dick Gel in den
Haaren, damit alles hart ist wie mein Penis beim Blasen. Die Frage muss ich stellen. Ne, also ja, natürlich, also Spezialmaterial, wie das Wort ist, also an sich auch schon beschreibt, es ist ein spezielles Material, also man kann das auf alles beziehen, ja. Da sind wir schon wieder beim Jargon. Ne? Richtig, genau, Spezialmaterial, die Leute von der Straße wissen schon Bescheid halt. Ne? Für die ist es auch gemacht, das Mixtape, oder? Inhaltlich, was kommt? Inhaltlich, natürlich werde ich, ja... Inhaltlich bleibt die Musik so, wie sie es auch vorher gewesen ist. Ich finde das ganz interessant, da gehe ich nämlich gerne gleich rein. Wenn man deine Sachen hört, es hat so ein bisschen das Gefühl, als gibst du so ziemlich detaillierte Geschäftstipps, wie man da draußen vernünftig zu arbeiten hat. Ist es auch das, ich meine, wenn ich das Mixtape durch habe, kann ich dann ins Geschäft einsteigen? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ist das eine gute Voraussetzung für Leute, die danach einsteigen wollen, aber keine Ahnung. Ja. Ich habe es nicht vor, keine Sorge, aber du weißt, was ich meine. Ja, natürlich, natürlich, das ist selbstverständlich. Aber ja, sagen wir mal so, ja, es gibt sicherlich genug Leute, die sich mit der Art von, also mit diesem Inhalt identifizieren können. Auch Leute, die nicht unbedingt das jetzt betätigen, wovon ich spreche, also das. Es muss ja auch nicht sein, dass du selber das alles machst, aber es ist, denke ich, dass das Leben und die Situation, in der du dich befindest, ist das, was das auf Mixtape dann widerspiegeln wird? Also, dass dein Leben auf Mixtape ist? Natürlich, klar. Also, ich werde natürlich... meine Persönlichkeit vollkommen im Mixtape beibehalten und ich werde auch nicht jetzt irgendwie über großartig andere Themen rappen, aber ich werde halt versuchen, immer wieder die Themen irgendwie neu aufzufassen. Ne? Nach Mixtape muss dann irgendwann noch ein Album kommen. Richtig. Wird sicherlich dann auch irgendwie, also hast du da schon einen groben Plan? Allerdings, das Problem ist, ich bin ein Mensch, ich bin total pingelig, was die Musik betrifft, ja. Und vor allem was Beats betrifft, und ich hatte eigentlich vor, direkt ein Album zu machen, nur das Problem ist, so wie ich das Album gerne haben möchte, derartige Beats findest du sehr schwer in Deutschland heutzutage. Und deswegen, ich bin ja parallel am Arbeiten. Ich mache mein Mixtape und parallel dazu suche ich gerade die Beats für mein Album zusammen. Wer kommt da so in Frage, was die Beats angeht? Also definitiv Maestro. Ich habe auch ein, zwei Beats gemacht, selber. Es gibt einen Produzenten aus Bonn eventuell noch, den ich auch noch mit draufpacken werde. Keine Ahnung, ich muss da noch welche suchen. Ich werde auf jeden Fall nicht die üblichen Produzenten dafür nehmen, weil ich auch irgendwie vielleicht denke, dass sie sich vielleicht nicht so extrem diesem Musikstil anpassen können. Also ich will jetzt nichts Falsches behaupten, keine Ahnung. Aber ich meine, ich merke das schon, du, dir ist das sehr wichtig, dass der Beat auch genau passt. Genau, ich möchte auf jeden Fall einen Wiedererkennungswert in meiner Musik natürlich auch haben und diese Art von Beats, wie gesagt, das sind keine Beats, die man einfach mal in ein, zwei Tagen machen kann, das sind ganze Projekte, ja, das sind so Dinger, da musst du wirklich zwei Wochen, muss live eingespielt werden und so, also ich möchte sehr viel natürlich klingende Sounds, so. Ich lege schon sehr viel Wert auf Vintage-Sound, ja, also ich möchte nicht, dass mein Sound so digital neuzeitig klingt, sondern ein bisschen mehr so dieses Rougher hat, weißt du, was ich meine, ja, so. Mit wem arbeitest du zusammen musikalisch, also wer rappt mit auf dem Mixtape und eventuell auch schon Richtung Album, was sind so Projekte, mit denen du gemeinsam arbeitest? Also auf dem Mixtape, wer jetzt definitiv auf jeden Fall auf dem Mixtape vertreten ist, ist also Khataris mit mir, natürlich zusammen, wir haben ein Lied zusammen drauf, Schwester Eva auch. Dann der Capo hier aus Frankfurt, Cello auch, habe ich auch draufgepackt. Und dann noch ein Künstler aus Bonn, der heißt Obacha, das ist ein guter Freund von mir. Ja. Kalim ist auf dem Mixtape mit drauf, das habe ich eben. Das richtig, genau. Kalim ist auch bei mir auf dem Mixtape drauf. Der ist auch ein AON-Signing oder da gibt es Gespräche, das ist nee, richtig, oder? Nee, der ist auf jeden Fall, also der gehört zu uns jetzt. Ja. Nur halt wir wissen jetzt im Moment noch nicht genau, was. Also seine Pläne werden jetzt noch geschmiedet, von daher kann ich noch nicht sagen, was in Zukunft von ihm kommen wird, aber es wird definitiv etwas kommen, ja. Auf jeden Fall ist Hamburg mit im Boot. Natürlich, natürlich, gerne. Die Jungs hier verkaufen Tüten mit Gras, stehen um 1 Uhr auf und frühstücken warm. Ich hab die Vision, oder bin ich ein Idiot? Nein, ich bin Sibio, auf der Suche nach Millionen. Wenn ich jetzt die Chance habe, jemanden von AON und dich hier sitzen zu haben, dann muss ich natürlich auch nach Khatar fragen und nach dem Gerücht, dass es ein Album gibt. Richtig. Im Moment ist er ja aber in einer Situation, wo das Aufnehmen nicht so einfach ist. Was ist denn da dran? Also, was heißt nicht so einfach, ja? Er hat aber dennoch eine Möglichkeit zum Aufnehmen. Also, der hat da drin so, was ist das, so ein hochwertiges Ding, ist das so ein... So ein Diktiergerät, ja? Richtig, das ist so ein Diktiergerät, aber in der Kombination mit einem Kondensatormikrofon irgendwie, keine Ahnung. Habe ich auch noch nie was von gehört, ist aber auf jeden Fall so ein teures Ding. Ja, und damit hat er sein ganzes Album da drin in seiner Zelle aufgenommen, ja? Das ist beeindruckend. Ist es auch, vor allem die Qualität. Ich hätte nicht erwartet, dass die Qualität, also so eine Qualität bei noch...
also rauskommt, ne? Es klingt immer so ein bisschen, also ich will nicht falsch verstehen, aber wenn man in der Situation ist, hat man natürlich viel Zeit, um sich über seine Texte Gedanken zu machen, genau, und auch viel Möglichkeit, die Dinge zu verarbeiten. Hast du schon Sachen gehört? Ist es auch das, was da kommt? Natürlich, also ich habe alles gehört, ja. Also ich habe alle seine Texte gehört und ich kann nur sagen, Qatar 2.0, ne? Ja? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also, willst du ein persönliches Album? Auch, ja klar, natürlich. Bei ihm ist es ja eh immer so, er ist eh mehr so der Persönliche. Seine Musik ist fast immer persönlich. Er erzählt halt wirklich von Sachen, die er selbst erlebt hat, ja. Also nicht von Sachen, die einfach nur draußen geschehen, sondern Sachen, die er selber durchgezogen hat, würde ich jetzt mal so sagen. Ja? Kleine Sekunde. So. Ja, genau. Genau, der wird sich auch niemals ändern. Das ist der Klingelton aus dem Video. Richtig, genau. Ich bin der Jason Statham, falls ihr das nicht wusstet. Aha, ja? Ja, genau. Sieht man ja auch. Ich habe ja gewisse Ähnlichkeiten mit ihm. Nee, aber gibt's doch Qatar dann auch einen Track passend zur Zeit im Knast? Natürlich. Also der ganze Inhalt seines Albums bezieht sich nur auf aktuelle, also auf die aktuelle Zeit natürlich, ne? Ich habe ihn kennengelernt als einen Typen, der aber auch sehr, sehr viel Wert darauf legt, dass die musikalische, also dass die Beats dazu passen. Aber das macht das doch schwer gerade, oder? Wie ist die Arbeit da gelaufen? Aber Gott sei Dank, wir haben ja schon beatmäßig für ihn eine gewisse Vorarbeit geleistet. Ja, also wird man schon hinkriegen. Ja, der ist zwar sehr, sehr, sehr pingelig, aber noch nicht so pingelig wie ich. Der wird da schon ein bisschen, der wird es da schon ein wenig einfacher haben. Aber trotzdem ist das einer, der total, also wir sind alle so, dass wir total auf die Musik natürlich achten, auf das Musikalische. Finde ich beeindruckend. Wann kommt das Ganze? Also Qatar, sein Album, kommt am 23. März. Alle kaufen. Haben wir eine Chance, ihn zu interviewen? Ich hoffe, ja. Also müsst ihr mal eine Anfrage machen, ja. Keine Ahnung, beim Gericht oder so. Die Promo wird ein bisschen schwerer für ihn. Ja, also schon, aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ja. Also wie gesagt, am 23.03. kommt sein Album. Das wird ein Top-Ding. Am 15.01. kommt auch sein erstes Video zum Album raus. Ja. Beeindruckend. Wir sind gespannt. Bleibt für mich zum Abschluss noch die letzte Frage. Es gibt einen Track von dir und Qatar, da heißt es Regel Nummer 10, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Wann wäre dieser Punkt für dich, was Rap betrifft? Also mit Rap würde ich niemals aufhören, ne? Okay, was heißt niemals? Ja, nach dem dritten Platin-Album oder so? Richtig, dann würde ich aufhören, weil ich habe Angst, dass ich mich verschlechter und nachher mein Ruf sich auch dadurch verschlechtert. Hey, Quatsch, also, ja, was heißt, also, das ist jetzt auch nicht auf das Rap-Geschäft zu beziehen. Und aufs Leben? Aufs Leben, ja. Also ich denke mal, die meisten Leute können mit diesem Satz einiges anfangen, ne? Und, ja. Man, was ist dein Ziel? Im Leben jetzt meinst du allgemein? In meinem Leben? Ja, was ist mein Ziel? Ich bin seit meiner Kindheit auf der Suche nach Millionen. Ja. Ich habe sie bis jetzt noch nicht gefunden. Ich suche weiterhin danach. Vielleicht finde ich sie ja irgendwann mal. Wenn du sie irgendwo findest, ich. In die Ecke oder so. Ich habe gehört, da liegen auch noch ein paar Millionen irgendwo versteckt, von denen keiner weiß, wo sie sind. Also insofern, wenn du sie findest, lass es uns wissen. Ich danke fürs Gespräch. Kein Problem, gern geschehen. Hat mich sehr gefreut auf jeden Fall. Ja. Ja. Backspin TV, achtet aufs Mixtape und aufs Qatar-Album und wir versuchen reinzukommen. Bis dahin, tschüss. Ciao, ciao.